Willkommen zu einem neuen Video. Die Hündin Paquita suchte mehr als 2 Jahre nach einem neuen Zuhause. Seitdem sie auf der Straße gefunden wurde, war Paquita im Arkel Animal Zentrum untergebracht. Die Pfleger sorgten sich liebevoll um die Hündin. Doch die Suche nach einer Familie war aussichtslos, denn die Besucher entschieden sich stets für jüngere und glücklichere Hunde. Obwohl die Pfleger Paquita stets gut behandelten, war der Hund deprimiert, sodass keine Familie bereit war, ihr ein neues Zuhause zu geben. Um die Hündin schlussendlich an eine passende Familie zu vermitteln, sollte ein Inserat der Hündin auf Facebook veröffentlicht werden. Doch dieses Unterfangen sollte sich schwerer gestalten, als die Pflege erwartet haben, denn die Hündin ist kamerascheu. Auf jedem Foto schaute die Hündin auf den Boden oder drehte ihren Kopf weg. Nachdem jedoch ein passendes Foto aufgenommen wurde, konnte das Inserat auf Facebook erstellt werden. Dabei wurde jedoch nicht das Interesse potenzieller Adoptivfamilien erweckt. Eine Frau meldete sich im Tierheim und sagte, dass es sich um den vermissten Hund ihres Sohnes handelt. Das Herrchen der Hündin, Ariel Navera, hat laut eigener Aussage nicht mehr mit einem Wiedersehen gerechnet. Als Paquita schlussendlich ihr Herrchen wiedersah, war sie sich nicht sicher, wer dort vor ihr stand. Die Hündin versteckte sich hinter einer Mitarbeiterin und schnüffelte schüchtern in der Umgebung umher. Doch als Paquita den bekannten Geruch wahrnahm, folgte die Begeisterung. Die Hündin verlor jede Scheu und stürmte auf Ariel zu. Ihr Herrchen wurde schlussendlich mit Küssen eingedeckt. Danke fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile dieses auf WhatsApp und Facebook.